Chen Stochau. Es ist die Stadt des polnischen Nationalheiligtums, der Schwarzen Madonna. September 1939. Aus nie geklärten Gründen fallen Schüsse in der Stadt. Die Bewohner müssen dafür büßen. Die deutschen Soldaten kamen in die Wohnungen und haben alle Männer aus ihren Häusern gezogen. Sie haben uns alle festgenommen und in der Mitte der Straße aufgestellt. Von einer Seite ein Maschinengewehr, von der anderen auch. Es gab keine Möglichkeit zu flüchten. Wir mussten mit hoch erhobenen Händen stehen bleiben. Menschen kamen dazu, andere verschwanden. Und wenn sich jemand bewegte, wurde er erschossen. Die Menschen werden auf dem Platz vor der Kathedrale zusammengetrieben. Deutsche Quellen sprechen von etwa 10.000 Menschen, die dort auf den Platz gebracht werden. Und Männer werden auf Waffen durchsucht, werden gezwungen, sich mit dem Gesicht auf den Boden zu legen. Partisanen werden keine gefunden. Aber schon ein Taschenmesser kann den Tod bedeuten. Über 200 werden erschossen. Augustin Soldrowski wagt die Flucht. Sie haben hinter mir hergeschossen. Ich habe nicht geguckt, ob ich verletzt bin. Ich bin gerannt und habe mich versteckt. Sie haben mich nicht verfolgt, weil die anderen dann wohl auch geflüchtet wären. Das hat mein Leben gerettet. In der Nacht darauf marschiert ein Infanterieregiment von Chen Stochau aus durch den Ort Kajetanowice. Was dann geschieht, muss der 11-jährige Henrik Schüder miterleben. Plötzlich hat uns jemand geweckt und gesagt, dass Kajetanowice brennt. Diese Schüsse, dieses Gebrüll von Tieren, das Schreien der Deutschen und dieses Feuer. Es war sehr trocken damals, deshalb waren die Flammen riesig. Nachts konnte man das entsetzliche Gebrüll besonders stark hören. Das war ein Schock für uns, ein grausames Spektakel. Wir haben gezittert. Einige ungeklärte Schüsse bei stockdunkler Nacht sind der Anlass für ein Massaker. Eine halbnackte Frau kam zu uns, nur im Nachthemd. Sie blutete. Auf dem Arm trug sie ein kleines Kind und weinte. Flüchten, hat sie geschrien. Aber wohin? Die dort eingesetzten Einheiten erschießen 72 Männer, Frauen und Kinder und brennen die Ortschaft nieder. An eigenen Verlusten berichtet die Einheit später 2 Pferde. Es sind noch nicht einmal deutsche Soldaten verwundet worden. Die Zerstörung von Ortschaften und die Erschießung von Zivilisten für angebliche Partisanenüberfälle, die nicht stattgefunden haben, ist ein Massenphänomen, das in den ersten Tagen und Wochen des Polenkrieges überall dort, wo Wehrmachtseinheiten einmarschieren, zu beobachten ist. Der Terror ist nicht nur spontan. Er hat auch Methode. Die polnische Führungsschicht soll auf Befehl Hitlers vernichtet werden. Die Pastoren, die Ärzte, die Professoren, die wurden also ganz systematisch umgebracht. Und so will man dem polnischen Staat, dem polnischen Volk das Rückgrat brechen. Aus den Polen soll ein Volk von Sklaven werden. Vorwand für diese Vernichtungsaktionen sind Übergriffe und Morde an Angehörigen der deutschen Minderheit in Polen, den sogenannten Volksdeutschen. Es hat solche Übergriffe in den ersten Tagen des Krieges tatsächlich gegeben, vor allem in Bromberg. Jetzt hat sich diese ganze Anspannung, der ganze Hass, den Deutsche und Polen angestaut hatten in der Zwischenkriegszeit, entladen, hier gegen die Volksdeutschen. Auch hier haben wir einige tausend Tote, nicht nur in Bromberg, auch an anderen Städten. Doch Bromberg wird von der Propaganda zum Symbol aufgebaut.
Bromberg ist für die NS-Propaganda sozusagen ein Geschenk, weil man deutlich machen kann, die Polen wollen uns Schlechtes, die Polen sind grausam, die Polen müssen sozusagen kontrolliert werden. Diese Übergriffe auf die Volksdeutschen spielen der NS-Propaganda die Argumente für ihre eigene grausame Politik gegen die Polen in die Hand. Fast 3,5 Millionen Juden leben damals in Polen. Sie werden gekennzeichnet, gedemütigt, geschlagen. Müssen die Trümmer wegräumen, die die Kämpfe hinterlassen haben. Schon bald werden sie aus ihren Wohnungen vertrieben. Um 6 Uhr morgens sind eingedrungen SS-Leute. Mit Gewalt die Tür aufgemacht. Mit dem Geschrei packen, in 10 Minuten seid ihr raus. Ein Paket, ein Koffer, bitte mitnehmen und damit ist Schluss, alles. Tja, was soll man dazu sagen? Das war die erste Begegnung mit dem mit SS. Und meine Mutter war wie verstummt. Die hat geweint, die wusste nicht, was sie anfangen soll. Erst die Vertreibung. Dann das Ghetto. Schließlich das Vernichtungslager. Rund 3 Millionen polnische Juden gehen ab 1942 in den Tod. Meine Mutter mit meiner Schwester kam am selben Tag, an dem ich ins KZ kam, nach Auschwitz. Am selben Tag wurde sie vergast. Ich verbrachte 4 Jahre in KZ. Gott sei Dank überlebt. Zu verdanken habe ich das meinen Optimismus und vielleicht meinen guten, gesunden Genen. Warschau, die polnische Metropole. Es dauert nur wenige Tage, bis Wehrmachtseinheiten die Stadtgrenze erreichen. Die polnischen Soldaten kämpfen mit dem Mut der Verzweiflung. Das konnte ich von einer Beobachtungsstelle aus sehen. Teilweise sind die Polen noch mit richtigen Reiterkolonnen gegen Maschinengewehrstellungen angerannt. Ich weiß auch noch, dass diese Kavallerieattacke sogar die erste Linie von uns überrannte. Aber dann sind die direkt auf Panzer gestoßen und da war es natürlich dann aus. Die polnische Armee, die hat zwar tapfer gekämpft, aber sie hatte keine Chance. Und schließlich waren wir schon in den Vororten von Warschau. Die Stadt wird von der Wehrmacht eingekesselt. Doch niemand hier will aufgeben. Und es bleibt noch eine große Hoffnung. Die versprochene Unterstützung durch die Verbündeten. Die Kommandeure haben uns gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen sollten, da uns Frankreich und Großbritannien unterstützen und militärische Schritte vom Westen aus vorbereiten.